Hallo, ich bin die Traxmonika, bin Müllermeisterin und leite hier seit über 20 Jahren schon die familiengeführte Mühle. Hallo, ich bin die Andrea Schneider und arbeite bei der Tagwerk Genossenschaft und beim Tagwerk Förderverein, da bin ich Kassiererin und darum kenne ich die Monika schon ganz lang, weil wir beide im Vorstand vom Tagwerk Förderverein sind. Hallo, grüß dich. Hallo, Andrea. Jetzt freue ich mich besonders, dass ich bei dir mal da bin und die Mühle noch anschauen kann und habe auch ganz viele Fragen an dich und wollte jetzt als erstes einmal fragen, wie es dir jetzt da so geht in der schönen Mühle als Müllerin in einem Beruf, wo eher so männerdominierend ist. Da hast du wirklich ganz recht. Also es machen ja hauptsächlich Männer, sind da, sage ich mal, aktiv in dem Beruf dann. Es gibt sehr, sehr wenig Frauen, die, sage ich mal, als Müllerin eben arbeiten. Und, aber ich sage es mal, nichtsdestotrotz ist es so, hier bin ich zwar alleine auf weiter Flur als Dame, aber ich sage jetzt mal, es macht unheimlich viel Spaß. Was gefällt dir da so am Beruf dann? Es ist halt total abwechslungsreich. Wir arbeiten ja mit einem ganz tollen Rohstoff, mit Getreide und stellen da ganz viele verschiedene Sachen her. Und ich sage jetzt mal, einfach mit einem Naturprodukt zum Arbeiten, das macht halt unheimlich viel Spaß. Und halt auch mit den ganzen verschiedenen Sachen, die wir herstellen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da oder hast du da in der Mühle? Wir haben insgesamt 30 Mitarbeiter. 30 Mitarbeiter? Ja. Sind die jetzt von der Mühle oder oder Mühlenladen, hast du ja auch, wie viele sind das da ungefähr von der Mühle? Also wenn man es jetzt grob jetzt mal aufteilt, ist ungefähr die Hälfte von den Leuten ist wirklich für den Laden einfach zuständig dann. Und dann haben wir ja noch Büro, Online-Shop, die Männer, die in der Mühle arbeiten, also mein Müller und Ausfahrer und Helfer. Und ja, und bis man schaut, kommt man da wirklich dann schon fast auf 30 Leute, die da jeden Tag tagtäglich, also man müsste dazu sagen, es ist nicht jeden Tag, jeden sind Tag alle das Gleiche, da, genau, aber im Groben kann man sagen, ist eher eine kleine Mühle. So eine Biomühle zu betreiben, ist ja eine ziemliche Herausforderung. Was ist da als Biomüllerin für dich so am schwierigsten? Ach, ich finde, das ist gar nicht schwierig, weil wir verarbeiten ja schon seit über 25 Jahren Biogetreide und haben ja alles aus der Region von unseren Tagwerkbauern. Und sicher waren die, ich sag, wenn man sagt, wirklich Schwierigkeit ist eher einfach mal die Ernte. Jedes Jahr sind wir natürlich gespannt, wie verläuft es. Wie die Ernte verläuft. Genau, und das ist jetzt vielleicht so mal die einzige Herausforderung. Wie kriegen wir die Mengen, die Qualitäten? Das ist dann immer, sagen wir, ein bisschen spannend dann. Aber ansonsten. Das ist auch sicher das Besondere an der Traxmühle und dass sie auch die Bäcker dann für deine Mühle entscheiden, also für das Getreide deiner Mühle entscheiden, oder? Wir haben ja verschiedene Vermarktungswege, also das heißt einerseits Direktvermarktung, wo wir dann die Biomehle, wo dann die Kunden das selber bei uns im Laden holen oder im Onlineshop stellen, aber natürlich der größte Anteil, was wir produzieren, das geht wirklich an die regionalen Bäckereien und da arbeiten wir ja wirklich schon ein Jahrzehnt lang mit den Bäckern zusammen und haben da wirklich super Kunden, die da Wert legen auf Regionalität und auch auf die gute Qualität, die wir halt auch herstellen. Und genau, ja, das war auch eine Frage von mir, von der Vermarktung. Geht da viel jetzt auch über Tagwerk oder ist das eine größere Menge? Oder was ich auch gehört habe, dass eine Liefergemeinschaft gegründet worden ist, die Trax Liefergemeinschaft. Genau, also die haben was wir. Was hast du da für Vorteile? Also es ist halt jetzt so, ich meine, wir haben ja immer schon regional bezogen. Wir haben natürlich jetzt gesagt, dass dieses Wort regional, das wird jetzt, sage ich mal, mittlerweile liest man ja fast in jedem Markt, alles ist irgendwie regional. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind einfach regional, wir wollen das einfach noch stärker einfach hervorheben. Und es geht halt dann einfach wirklich nur, dass man sagt, wir stellen einfach die Personen dahinter einfach vor, die Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten. Und was hat der Landwirt da für Vorteile von so einer Liefergemeinschaft? Also erst einmal die Sicherheit, dass wir auf jeden Fall das Getreide abnehmen, also wenn natürlich die Qualität passt. Und wir garantieren da auch feste Preise. Also somit weiß auch der Landwirt, dass wir immer einen guten, stabilen Preis zahlen. Und er kann sich halt wirklich dann auch uns verlassen, dass wir das, wie gesagt, nehmen und halt einfach den besseren Preis zahlen. Und dieser Zeitraum zahlen. Von 3 Jahren? Genau, wir schließen praktisch dann die Verträge immer so 3 Jahre im Voraus ob mit den Landwirten und wir kriegen halt dann mitgeteilt, wo wächst welches Getreide, kriegen die Flurnummern mitgeteilt und es ist wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist eine gute Sache, ja.
Und jetzt habe ich schon gelesen, ich war kurz im Mühlenladen, da steht immer Urgetreide, Champagnerrocken und so. Was ist das eigentlich alles genau? Ich selber bin aufgewachsen mit dem Weizenmehl, weißes. Und ja, das gefällt mir jetzt, weil es so viele verschiedene Sachen gibt. Wir haben uns ja, sagen wir, vor über 20 Jahren so ein bisschen spezialisiert, eben einfach alte Urgetreidesorten zu erhalten. Also da ging es halt erstmal los mit der Urdinkelsorte Oberkulmer Rotkorn. Und ungefähr vor 10 Jahren haben wir halt angefangen, dass wir halt Einkorn und Emmer, dass wir das halt forcieren im Anbau. Und das ist Urgetreide? Das nenne ich Urgetreide. Mhm. Also wirklich, für uns ist Urgetreide einfach wirklich ursprüngliche Sorten, die züchterisch noch nicht verändert sind. Und mittlerweile haben wir echt 10 verschiedene, also so wie Rotkornweizen, Gelbmehlweizen, Champagnerrocken. Mhm. Und das ist natürlich schon so ein bisschen eine Stärke von uns. Und Gott sei Dank haben wir auch die Landwirte gefunden, die das auch für uns anbauen. Und auch Herausforderung wahrscheinlich, das abzufüllen äußern, oder? Ja, ich meine, das ist natürlich schon, wir haben ja da wirklich echt kleine Chargen, aber die Bauern sind da ganz gut angerichtet mit eigenen Mähdreschen, mit eigenen Lagermöglichkeiten, damit wir die kleinen Partien da dementsprechend, sage ich mal, einfach wirklich getrennt voneinander verarbeiten können. Mhm. Und das funktioniert recht gut. Warum ist das Urgetreide so gefragt? Kann man da was Besonderes backen oder kann man da alles backen? Ich denke mal einfach die Verträglichkeit. Also erstmal diese Sorten sind sehr, sehr gut verträglich, weil viele vertragen halt dann irgendwie oft die überzüchteten Getreidesorten nicht mehr so gut. Und denke auch wegen dem Geschmack, weil natürlich jetzt Rotkornweizen schmeckt total nussig, Champagnerrocken ganz mild. Also man hat da wirklich ein super Geschmackserlebnis und kann genauso gut backen als wie mit den anderen. Aber das ist so eine Spezialität von uns und ich sag mal auch so eine gewisse Leidenschaft. Und wir wollen halt auch, dass einfach diese ich sag mal schon, sind Kulturschätze, diese Sorten, das wollen wir wirklich echt einfach am Leben erhalten. Das ist zwar total aufwendig, erstmal das Obst zum Bauen zu vermarkten, das am Verbraucher irgendwie näher bringen. Aber so ein bisschen Herzblut ist ja eine preisliche Frage dann wahrscheinlich. Ja. Wo jetzt du wahrscheinlich einen Preisunterschied hast gegenüber so größeren Mühlen? Ja, es ist natürlich so, dass die ganzen Sorten, die sind halt natürlich, sagen wir, schon viel hochpreisiger, weil eben nicht so viel Ertrag anfällt. Mhm. Da muss man halt dann einfach schauen, dass man dort das dann mit einem vernünftigen Preis nach vorne einfach gehen kann. Und das hast du ja schon ein bisschen gesagt, wie du nach außen kommunizierst mit dem Verbraucher, wie der Verbraucher auf dich aufmerksam wird. Also ist das über Webshop oder über einen Mühlenladen? Oder? Ja, wir sind das auf allen Bereichen irgendwie tätig. Also dass man sagt, mit Homepage. Mühlenladen, Mühlenpost schauen wir einmal im Jahr. Aha. Und natürlich einfach Social Media. Das Aha. ist schon auch so ein wichtiges Thema. Gut, ja. Und heute natürlich vielleicht das, was uns ganz viel gebracht hat, war einfach so diese eigenen Backbücher, die wir geschrieben haben. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen, da ich das auch schon gehört habe, dass du ein Buch geschrieben hast, genau, oder? Genau, das Kostüm ist von der Müllerin, das ist ein Koch- und Backbuch. Aha. Und da sind ganz viele Rezepte drin, Backen auch mit Urkorn. Aha. Und dann nachfolgend ein paar Jahre später habe ich dann nochmal ein reines Brotbackbuch geschrieben, Backen mit Vollkorn und alte Getreidesorten. Interessant, aber wenn du willst, kann ich dir das gerne zeigen. Ja. Einfach die Mühle. Das Buch mag ich sehen und die Mühle mag genau, ich natürlich auch sehen. Marschieren wir gleich los, dann schauen wir die Mühle um. Zeige dir das gerne. Okay, genau. Gut.